Vielen Dank, Frau Steinbach. Schönen guten Abend. Ja, wir haben uns heute hier versammelt, um über etwas zu sprechen, was es laut Mainstream gar nicht gibt, nämlich eine Gefahr für die Bürger und die innere Sicherheit des Landes durch Migration bzw. durch eine fundamental falsche Migrationspolitik. Dann kommen wir gleich zu Beginn einmal zu den harten Zahlen, zu den Fakten, und zwar zu den Terrorverfahren, die der Generalbundesanwalt in Karlsruhe einleitet. Sozusagen die Champions League der Staatsgefährdung. 2019, das sind also jetzt die aktuellen Zahlen, leitete der Generalbundesanwalt 24 rechtsextremistische Terrorverfahren ein. Nun ist ja interessant, um zu sehen, wie viel im Bereich islamistische Terrorverfahren bereits gibt. Ich weiß nicht, ob jemand die Zahl kennt, seit 2015, wie hoch diese Zahl ist. Und zwar ist es die offizielle Zahl vom Generalbundesanwalt. Seit 2015 hat der Generalbundesanwalt 2645 Verfahren zu islamistischem Terror eröffnet. Also das ist die Gesamtzahl von 5 Jahren. Die Zahlen zum letzten Jahr: insgesamt 663 Terrorverfahren, davon 400 Verfahren allein im Bereich islamistischer Terrorismus. Also wenn man sich nur die nackten Zahlen anguckt vom obersten Terrorermittler in Deutschland, dann sieht man, dass die Gefahren des radikalen Islams die größte Gefährdung für die Bürger sind und auch für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Diese 400 der 663 Terrorverfahren sind 60%. Und wenn man sich über mehrere Jahre damit beschäftigt und sich diese Zahlen holt, dann kann man auch etwas entdecken, was immer noch negiert wird, nämlich den zeitlichen Verlauf der Flüchtlingswelle und was für ein problematisches Klientel eingewandert ist. 2015 gab es beim Generalbundesanwalt 108 Terrorverfahren zum islamistischen Bezug, 2016 auf 201 gestiegen und 2017 sieht man dann, dass dann die Masse der Einwanderung der Flüchtlingskrise voll durchgeschlagen ist in der Statistik, 1052 Terrorverfahren. 2018 immer noch 884 und 2019, wie schon geschrieben, wie gerade benannt, 400. Das sind insgesamt 2645 Terrorverfahren. Das muss man sich wirklich vorstellen. Und wenn man dann die Pressekonferenzen von Herrn Horst Seehofer sieht, vom Bundesinnenministerium, wo dann verkündet wird, dass es das sicherste Deutschland aller Zeiten ist, dann kommt man sich irgendwie immer im falschen Film vor. Erinnert auch an den damaligen Justizminister Heiko Maas, der ja im Angesicht der schweren Terroranschläge durch den Islamischen Staat in Paris verkündet hat, es gibt keine Verbindung, keine einzig nachweisbare Verbindung zwischen dem Terrorismus und den Flüchtlingen, außer vielleicht eine, nämlich dass die Flüchtlinge von den gleichen Leuten in Syrien flüchten, die verantwortlich sind für die Anschläge in Paris. Als er das im ARD Morgenmagazin unwidersprochen gesagt hat, war in Frankreich schon die Faktenlage ganz anders. Das heißt, Sicherheitsexperten haben schon längst die Namen gehabt von Terroristen. Die haben schon gesehen, dass ein Großteil auch als Flüchtling eingewandert ist. Ein Teil sogar selbst Deutschland als Transit benommen hat. Es gab Zeitungen wie Le Figaro, wo das auch schon drin stand. Aber die Bundesregierung hat das auch negiert und die Medien mal wieder einfach nur so durchgewunken. Was für ein Klientel eingewandert ist, sieht man auch, wenn man sich halt diese Pressemitteilung vom Generalbundesanwalt genauer anschaut. Das kann auch jeder machen. Man kann also generalbundesanwalt.de angucken. Dann gibt es dann eine Rubrik Pressemitteilung. Da werden so jede Woche mal ein Terrorverfahren bisschen vorgestellt mit dem Aktenzeichen. Und dann sieht man halt, dass die Masse dieser Terrorverfahren gegen Flüchtlinge, gegen Einwanderer sind aus Syrien, aus dem Irak und aus Afghanistan. Nun haben wir diese Zahl von 2645, das ist allein schon eine große Zahl, aber es gibt auch Verfahren, die gegen Zellen sich richten, wo eine Zelle bis zu 5 Personen hat. Das heißt, wenn man jetzt als kalkulatorischen Mittelwert mal 3 Personen pro Terrorverfahren nimmt, dann haben wir schon einen Bereich von 7.000 bis 8.000 Terroristen aus dem radikalen Islambereich, der nur Adressat vom Generalbundesanwalt geworden ist. Zu den Zahlen zu 2019, zu den 660 hatten wir 400 islamistische und dann haben wir noch einmal 240 Verfahren im Bereich Ausländerterrorismus.
Ausländerterrorismus gibt es nicht, diese Sprachregelung. Offiziell nennt sich das Bezug zum internationalen nicht-islamischen Terrorismus. Dahinter ist dann sowas wie die kurdische sozialistische PKK, tamilische Separatisten, alle möglichen Helden, die darunter fallen. Also wenn man sich das vergegenwärtigt, 240 Verfahren Ausländerterrorismus, 400 Islamterrorismus, dann sieht man, wie die Sicherheitslage sich durch diese Migrationspolitik entsprechend verschärft hat. Jetzt ist zu beobachten, dass gerade im letzten Jahr diese Terrorverfahren im Bereich Islamismus zurückgehen, während der Fokus vom GBA und auch von den Behörden, wie politisch vorgegeben, im Bereich Rechtsextremismus vorgegangen sind. Also man sieht das geradezu, wenn man sich die Verlautbarung aus dem Innenministerium anguckt, die islamistischen Gefährder gehen angeblich zurück, obwohl ja niemand von denen groß abgeschoben wird. Und im Bereich Rechtsextremismus gehen sie nach oben. Das ist also der eine Bereich mit Terrorverfahren. Der zweite Bereich zu unserem Thema ist die Flüchtlingskriminalität. Flüchtlingskriminalität, dieses Wort werden Sie auch nicht finden. Die gibt es in keiner offiziellen Verlautbarung. Auch nicht das Wort Ausländerkriminalität, sondern das nennt sich Zuwanderungskriminalität. Zusammengefasst macht das das BKA unter dem Stichwort Kriminalität im Kontext der Zuwanderung, wo Lagebilder erstellt werden. Erst kürzlich habe ich auch in den Nachrichten gesehen, dass die beiden großen Kirchen die Flüchtlingswelle als großen Erfolg feiern. Der katholische Kardinal Marx wird zitiert. Auch die von manchen Untertönen begleiteten Befürchtungen, dass dadurch die Kriminalitätsrate in Deutschland steigen würden, haben sich nicht bewahrheitet. So hat er geredet. Die Fakten vom BKA kann jedermann auch selbst nachgucken. Kriminalität, also auf bka.de gehen, Kriminalität im Kontext Zuwanderung sich anschauen. Und da kann man die BKA-Statistiken schwarz auf weiß nachlesen. Und man sieht, dass seit 2015 das BKA eine massive Verbrechenswelle ausweist. Man muss wissen, dass zu den Zahlen, die gleich kommen, also es sind keine ausländerrechtlichen Straftaten, das heißt illegale Einwanderung, illegaler Aufenthalt, das ist alles rausgenommen. Es sind auch nur aufgeklärte Straftaten. Das bedeutet, nur wo ein ermittelter Tatverdächtigter auch wirklich namentlich benannt worden ist, findet Eingang in die Statistik. Seit 2015 weist das BKA bei der Zuwanderkriminalität bis zu 1,3 Millionen Straftaten aus. Und man muss sich überlegen, wenn man sich anschaut, wir haben jetzt dieses ganze Internet, diese Drohmails, die ja auch verschiedene Leute auch immer wieder bekommen, die werden dann immer groß in den Nachrichten behandelt. Diese BKA-Daten, die werden nirgendwo veröffentlicht, also es gibt keine Pressekonferenz, es gibt keinen besonderen Newsletter vom Innenministerium, die werden einfach auf die Seite bka.de gestellt und da kann man sich den dann angucken. Für 2019 sind erst die ersten drei Quartale veröffentlicht. Für das vierte Quartal hat das BKA wahrscheinlich noch keine Zeit gehabt. Die muss ja jetzt andere Vorgaben der Politik erstmal erfüllen und dementsprechend hängt sie da hinterher. Also bis 2019, die ersten drei Quartale, haben wir bereits 200.000 Straftaten. Hochgerechnet auf das Jahr werden wir bei knapp 270.000 Straftaten wieder landen. Also darunter sind dann Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung, die gerade in Freiburg verhandelt worden ist, Messerattacken, Drogenhandel, die finden sich alle wieder. Also man sieht eindeutig, dass die Masseneinwanderung der letzten Jahre zu einer erheblichen Verbrechenslawine geführt hat und das etwa nicht böse Populisten behaupten, sondern die Statistiken des BKAs. Und wenn man sich dann auch, also diese Statistiken sind relativ ausführlich, es gibt auch die Herkunftsländer dieser Kriminellen, der Straftäter werden aufgeführt, in erster Linie Afghanen, Iraker, Syrer und es gibt dann auch die Angaben im BKA, dass die Zuwanderer aus Maghreb-Staaten, Algerien, Marokko, Tunesien eine überproportionale Kriminalität aufweisen, genauso wie afrikanische Staaten, Gambia, Nigeria und Somalia. Nun frage ich, genau wie beim GBA, jedes Jahr auch beim BKA die genauen Zahlen an und habe die jetzt einmal für die Jahre zusammengefasst. 2015 sind wir dann bei 206.000 Straftaten, 2016 293.000 Straftaten, 2017 290.000 Straftaten, 2018 knapp 300.000 und 2019, wie gesagt, knapp 270.000. In der Summe werden wir dann bei 1,3 Millionen Straftaten liegen.
nachzulesen für jedermann unter bka.de. Und wenn man sich jetzt nochmal genauer diese Zahlen vom BKA anguckt, was zum Beispiel auch der Bundesnachrichtendienst auch macht, dann sieht man, dass nicht nur Flüchtlinge, Armutsflüchtlinge einwandern, sondern auch Leute, die bereits in Afrika kriminell gewesen sind, Schwerkriminelle. Und zwar die nigerianische Mafia, die gilt bei Experten als eine der brutalsten Mafia der Welt, ist jetzt in den letzten Jahren mit über 100, also nicht alle Nigerianer sind natürlich Mafia-Mitglieder, aber die nigerianische Einwanderungswelle nach Italien betrifft so 100.000 Personen. Und was man jetzt in den Zahlen gesehen hat im letzten Jahr, gehen jetzt langsam von Italien weiter Richtung in den reichen Norden nach Deutschland. Zu Nigeria ist noch interessant, die Bevölkerungsprognose der UNO sich anzugucken. Von 1950 bis 2018 hat in Nigeria die Gesamtbevölkerung sich schon verfünffacht auf über 200 Millionen. Die Prognose geht für 2050 von 400 Millionen Nigerianer aus und im Jahr 2100 voraussichtlich 750 Millionen Menschen. Nur in diesem Land, das als das bevölkerungsreichste Land Afrika gilt und auch eins der Pulverfässer vor den Toren Europas. Das Land versinkt ja auch seit Jahrzehnten in ethnischen, religiösen Konflikten und auch sehr weit verbreitet ist dort auch eine Christenverfolgung, die auch der Bischof Babubiri für die UN in New York in einem erschütterten Bericht festgestellt hat. Er spricht dort von 11.500 getöteten Christen, 1,3 Millionen vertriebenen Christen und 13.000 entweder verwaisten oder zerstörten Kirchen. Und das ist auch ein großes Problem, was ich auch immer wieder in den anfangs angesprochenen Büchern angeschrieben habe. Nun könnte der Bundesnachrichtendienst hingehen in Nigeria und sagen, wir haben so und so viele Leute, die eingewandert sind. Wir haben jetzt 2018 und 2019 jeweils die Größenordnung von 10.000 Nigerianer, die nach Deutschland im Missbrauch des Asylrechts eingewandert sind, dass man sich einfach mal die Polizeidatenbanken besorgt in Nigeria, dass man guckt, wer saß von dem im Gefängnis, wer ist bekannter Krimineller, um halt auch diese Massenanwanderung zu selektieren, um zu gucken, wenn jemand schon kriminell in seinem Heimatland geworden ist, dann wollen wir den auf keinen Fall hier haben oder werden wir ihn gleich beobachten. Dies alles ist aber leider nicht passiert, sodass sich die nigerianische Mafia jetzt ungehindert in Deutschland ausbreitet. Es gibt dazu einen Geheimbericht vom Bundesnachrichtendienst, der 16 verschiedene Organisationen ausweist aus Nigeria, die mittlerweile in Deutschland schon aktiv sind. Die brutalste hat vielleicht schon mal jemand gehört, die nennt sich Black Axe, die schwarze Axt, ist von Ex-Militärs gegründet worden, denen Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, Folterung, Mord, Zwangsprostitution, Drogenhandel, Exekution. Also der gesamte Bereich der Kriminalität. Und jetzt sehen wir schon ein bisschen weg von den Terrorverfahren zur Kriminalität, zur eingewanderten Kriminalität. Und jetzt haben wir ja etwas, worauf wir eigentlich zurückschauen können. Das heißt, diese Einwandererkriminalität kommt jetzt ja für die deutschen Behörden, für die Politik nicht überraschend. Das haben wir nämlich alle schon mal erlebt in den 1980er Jahren durch den sogenannten Libanon-Türken, Libanon-Kurden, die eingewandert sind, woraus dann die kriminellen arabischen Clans entstanden sind, die auch verantwortlich sind größtenteils für die No-Go-Areas hier in den Großstädten. Ich habe ja auch ein Buch über No-Go-Areas geschrieben, bin eigentlich relativ objektiv rangegangen an das Buch und war dann doch überrascht, dass nahezu jede dieser No-Go-Areas in den Großstädten mit einem Clan zusammenhängt. Das heißt, die haben da direkt entweder kriminelle Geschäfte gemacht, eben Anspruch auf das Territorium oder aber indirekt, indem sie dort andere Banden unterstützt haben. Umso wichtiger wäre, bei der Clan-Kriminalität einmal zurückzugucken, wie alles begann ist, weil da kann man nämlich diese vom Einwanderer zum Berufskriminellen, diese verhängnisvolle Karriere, kann man dort also explizit nachschauen. Und das wäre natürlich ein Blick in die Vergangenheit für die Zukunft auch sehr, sehr, sehr zielführend. Wenn man sich jetzt mal die Zahlen anguckt von der türkischen Einwanderungswelle, man glaubt es kaum, aber 1960 lebten ganze 1.500 Türken in der Bundesrepublik. Laut Zahlen des Auswärtigen Amts. Daraus sind bis jetzt 3,5 Millionen Türkischstämmige geworden und Türken. Und wie wir alle ja auch in der Nachbarschaft immer merken, mit kulturellen Eigenheiten,
importierte Stellvertreterkrieg gegen die Kurden, eine Islamisierung der einzelnen Migrantenviertel und auch die Kriminalität von Familienclans, die es bis dahin so in dieser Form in Deutschland noch nicht gegeben hat. Dazu Aufmärsche von Pro-Erdogan-Demonstrationen, Krawalle zwischen Kurden und Türken oder nach dem Putsch in der Türkei gegen die Gülen-Bewegung. Und wenn man sich jetzt guckt, wir haben diese türkische Einwanderungsbewegung gehabt über 30 Jahre, über 35 Jahre. Und wenn man das im Verhältnis setzt zu den letzten 5 Jahren von 2,5 Millionen, die jetzt aus dem Nahen Osten, aus Afrika gekommen sind, dann sieht man, in was für einem kurzen Zeitraffer das passiert ist und wie sich ja schon die Kriminalität und auch natürlich die innere Sicherheit negativ und anhaltend geändert hat. Ich bin auch vorhin am Frankfurter Opernplatz vorbeigegangen. Da sind ja noch die Antiterrorbetonstelle. Das ist ja mittlerweile normal und Standard für jede Stadt. Die Jungen, die Kinder, die aufwachsen, die kennen das gar nicht mehr anders. Und das sind einfach solch schleichende Veränderungen, die man auch irgendwie dann einfach akzeptiert, gar nicht mehr hinterfragt. Und das ist natürlich verhängnisvoll für die innere Sicherheit. Und vor allen Dingen besonders verhängnisvoll ist auch, wenn man sich anguckt, wo diese Clans herkommen, mit denen wir jetzt so viele Probleme haben. Das ist nämlich genau auch der Bereich, wo viele Einwanderer jetzt aktuell wieder herkommen. Aus Südostanatolien, Syrien und Irak. Das heißt, diese Clans erhalten jetzt auch eine sehr starke personelle Erfrischung. Und was man halt jetzt auch schon sieht, ich habe letztens noch mit Polizisten aus dem Ruhrgebiet gesprochen, die alteingesessenen türkisch-kurdisch-arabischen Clans, die haben diese neuen Männer aus Syrien, aus dem Irak für die Drecksarbeit im Milieu erst genommen, also sprich Drogenhandel, Einschüchterung von Konkurrenten, Schutzgelderpressung. Und diese Leute haben jetzt gesehen, wie leicht hier Geld zu verdienen ist, wie harmlos die Polizei ist, wie eingeschüchtert sie ist durch Vorgesetzte, durch die politische Korrektheit, wie zahnlos die Justiz geworden ist. Das heißt, sie bekommen Anzeige um Anzeige, wenn überhaupt. Die werden im Schriftverfahren eingestellt, vor Gericht müssen die fast gar nicht mehr. Die Polizei und das Justizsystem, das kapituliert auch, weil allein die Dolmetscherkosten und also es ist vom Ablauf her in diesem Justizsystem schon gar nicht mehr handelbar. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur die alten Clans, sondern wir haben auch noch die neuen Clans, Syrer, Iraker. Und der Kuchen wird natürlich nicht größer. Das heißt, wir werden auch in diesen No-Go-Areas Verteilungskämpfe sehen, Territorialkämpfe. Die Leute wollen sich ihr Reichtum sichern und sind natürlich bereit, dafür auch Gewalt anzuwenden. Viele von denen haben ja auch gekämpft bei islamischen Milizen, bei privaten Milizen, bei Assad oder auf der Gegenseite. Das heißt, diese Leute sind das Kriegshandwerk gewohnt, zum Teil auch das Töten, das Foltern. Und das ist natürlich etwas, wenn so etwas in eine wehrlos gewordene Gesellschaft mit Macht reinstritt, ist es natürlich verheerend. Eine weitere Parallele ist zu sehen, als damals die ersten Libanon-Kurden, die Araber-Clans, geflogen sind. Die sind ja hier über Frankfurt gekommen und über Berlin-Schönefeld. Die Polizei hat in wenigen Wochen, Monaten Zehntausende weggeworfene Pässe gefunden. Das heißt, sie wurden von Schleusern konstruiert. Nimm die zur Einreise, schmeißen weg, dann wirst du nie wieder ausgewiesen. Also ein Jackpot für jeden Kriminellen, der das vorhat. Und genauso ist das auch gekommen. Und der Staat hat dieses kriminelle Verfahren auch noch belohnt. Das ist die sogenannte Altfallregelung. Das heißt, ungeklärte Staatsbürgerschaften haben dann irgendwann die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Das heißt, diese Leute sind nie mehr abzuschieben. Und auch deren Straftaten, das ist natürlich auch ein beabsichtigter Nebeneffekt, werden nicht mehr als Ausländerkriminalität erfasst, sondern als reine deutsche Straftaten. Also das ist auch eine Form der Manipulation der Kriminalitätsstatistik, die man immer wieder findet. Also es ist abzusehen, dass wir halt mehr Clans kriegen, personell aufgefrischt, dazu aus anderen Staaten plus Nordafrika. Und das zusammen gibt natürlich eine sehr bedenkliche Melange. Wenn man auch mit Ermittlern spricht, in der organisierten Kriminalität, in Frankfurt gab es noch vor einigen Jahren die Hells Angels, einen Rockerclub, der ja einen Teil des Rotlicht-Milieus beherrscht hat. Die waren also sehr einflussreich hier im Frankfurter Bereich, auch in Hessen, selbst in ganz Norddeutschland. Die sind ja total zurückgedrängt worden von der Polizei. Und diesen Platz haben natürlich die Araber-Clans eingenommen. Das heißt, nur wenn man eine kriminelle Gruppierung aus dem Spiel nimmt, dann heißt das nicht, dass es so bleibt,
sondern da geht sofort eine andere rein. Und das sieht man auch, wenn man jetzt hier vom Bahnhof Richtung ins Bankenviertel geht, sieht man dann entsprechend auch das Ergebnis. Um die Territorien und die Gewalt immer weiter zu steigern, sieht man halt auch, dass die Clangewalt sich eingerichtet hat, dass sie keine Angst mehr hat vor der Polizei, keine Angst mehr vor der Justiz. Es gibt dann gleich, wenn es bei polizeilichen Maßnahmen gibt, diese Rudelbildung. Das ist also auch nicht zufällig, dass da irgendwie 10, 20 Leute sind und sagen, lass uns mal die Polizei da aufmischen, lass uns mal die beleidigen, bedrohen, sondern der wird gerade über Handy, über WhatsApp alarmiert, dann kommen da 10, 20, 30 Leute zusammen und machen sofort Stimmung gegen die Polizisten. Das wissen die natürlich auch. Gleichzeitig haben wir jetzt seit Wochen diese Antirassismus-Ideologie, will man schon sagen. Das heißt, der Polizist, das ist am Ende der Dumme, da muss ich noch vorwerfen lassen, dass er kriminelle Klammglieder nur aus fremdenfeindlichen Motiven irgendwie kontrollieren würde und nicht wegen der Sicherheit der Stadt. Und das führt natürlich bei vielen Polizisten auch zu einer inneren Kündigung. Also das heißt, wenn die das nächste Mal auf so eine Gruppe zufahren, dann denken die sich auch, was soll ich mir das antun? Dann fahre ich einfach in die nächsten Seitenstraßen. Ich weiß, es ist politisch so gewollt. Und so sind halt die Sachen immer weiter eskaliert. Und nicht ohne Grund ist auch Berlin nicht nur die Hauptstadt der Gewalt, sondern auch die Hauptstadt der Clans geworden, weil da ganz massiv von der Polizei, die Polizei ausgebremst worden ist, aus Gründen der politischen Korrektheit. 20, 30 Jahre wurde ja über Clankriminalität gar nicht geredet, weil dann ja nur die bösen Rechten Recht behalten hätten, sondern es wurde alles unter den politisch korrekten Teppich gekehrt. Und jetzt haben wir das Problem, dass diese Clankriminalität so gefestigte Strukturen hat, dass man die auch nicht mehr wegbekommt. Und besonders perfide ist halt, dass jetzt die kriminellen Gewinne aus Drogenhandel, aus Schleusung, Prostitution, Schutzgelderpressung, dass die auch kaum mehr zwischen legalen und illegalen Einnahmen zu unterscheiden sind. Weiterhin, gerade war noch im Ruhrgebiet, auch habe noch einen Polizisten getroffen, auch im Bereich Kleinkriminalität unterwegs, der halt auch gesagt hat, was halt jetzt sehr bedenklich ist, dass die Clan-Kriminellen aus diesen No-Go-Areas, aus dem Migrantenviertel rausgehen. Bis dahin hat sich eigentlich die Gewalt und die Kriminalität überwiegend in diesen Vierteln abgespielt. Diese Viertel sind jetzt aber abgegrast. Das heißt, wenn da eine Straße ist mit 10 Geschäften, die können nur einmal Schutzgeld bezahlen. Wenn man mehr Geld verdienen will, muss man ins nächste Stadtviertel gehen. Und das ist halt auch jetzt der neue Trend. Das heißt, diese Schutzgelderpressung, der sonst oft in der eigenen ethnischen Community war, der betrifft jetzt auch immer mehr deutsche Unternehmer. Ich habe selber einen Freund, einen alten Bekannten, der auch Opfer also einer Schutzgelderpressung geworden ist, hier im Ruhrgebiet, ein großes Fitnessstudio hat. Und er hat ein großes Fitnessstudio gehabt, mehrere tausend Quadratmeter, hat, glaube ich, 30, 40 Festangestellte. Da kamen abends 2, 3 Clanmänner hin das erste Mal. Die haben das weibliche Personal geschlagen, die haben Gäste beleidigt, angespuckt, Inventar umgeschmissen. Das haben die 2, 3 Mal gemacht. Dann kamen sie dann nächste Woche mit 4 Leuten. Ein Kölner Oberstaatsanwalt hat die mal als Anabolika-Monster betitelt, also 2x2 Meter, vorher bei Glatze, haben sich dann bei ihm ins Büro gesetzt. Der eine hat seine scharfe Waffe auf den Tisch gelegt und hat gesagt, er hätte jetzt ein Fitnessstudio bei ihm im Bereich aufgemacht und er müsste ihm Geld zahlen. Er hat das erstmal nicht gemacht. Er hat dann die Polizei gerufen, ist dann hingegangen zum Kommissariat, hat Anzeige erstattet. Und dann ist etwas sehr Bemerkenswertes passiert. 3 Tage später kam dann der ihm zugeteilte Sachbearbeiter zu ihm ins Büro und hat sich mit ihm hingesetzt und hat ein sehr ernstes Gespräch geführt und hat gesagt, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich finde das ganz toll, dass Sie den Mut haben, dass Sie Anzeige erstattet haben. Ich will nur sicher gehen, dass Sie wissen, mit welchen Leuten Sie sich eingelassen haben. Sie haben ja eine Frau, Sie haben ein Kind. Und wenn Sie mich persönlich fragen, kann ich Ihnen davon nur abraten. Und das Erschütternde war für meinen Freund, für meinen Bekannten, dass er gemerkt hat, also es ging jetzt nicht, dass der Polizist Angst hatte oder dass er zu faul war zum Arbeiten. Er hatte wirklich Angst um ihn. Er hat gesagt, Sie wissen selber, das heißt immer schön Polizeischutz. Polizeischutz kriegt man kaum. Das kriegt man, wenn man vielleicht V-Mann ist, wenn man Aussteiger ist. Aber wenn man jetzt nur Anzeigen erstattet, ist es schon schwieriger. Vor allen Dingen, wie lang kriegt man das? Und er hat ihm also davon dringend abgeraten, Anzeige zu erstatten oder halt mit den Konsequenzen zu leben.
Das Ende vom Lied ist, dass er also der Schutzgelderpressung nachgegeben hat, dass er die zahlt seitdem, auch in der Corona-Krise. Und er ans Auswandern denkt. Also er hat innerlich gekündigt. Und das ist auch, und das sind auch wenn diese Clan-Kriminellen, man denkt dann immer, das ist irgendwie so tumpe Gewalt, also sind natürlich auch nicht dumm. Das heißt, man geht da nicht hin und kriegt dann irgendwie 2000 Euro bar im Umschlag, sondern es wird dann eine Reinigungsfirma zwischengeschaltet. Statt 2000 Euro kriegt ihr dann 4000 Euro im Monat. Eine Clanfrau muss angestellt werden für eine Vollzeitkraft. Und irgendwie so ein Clan-Boss, der kriegt dann noch ein Auto geleast. Dann wird dann irgendwie so ein Dreizeiler geschrieben, irgendwie er wäre Unternehmensberater in Sachen Fitness. Und dann bekommt er da ein schickes Auto geleast. Und das, wie gesagt, ist Alltag in diesem Bereich. Diesen Trend, den wir haben, dass die Clan-Kriminellen jetzt nicht mehr nur in ihrem Milieu sind, sondern immer weiter nach außen gehen, das hat Frankfurt ja jetzt auch erlebt, und zwar die Migrantenkrawalle oder besser gesagt die Okkupierung des öffentlichen Raums, habe ich das mal genannt. Das heißt, diese Gewalt und diese Rudelbildung, die es früher nur in den No-Go-Areas gegeben hat, die finden jetzt in Frankfurt auf dem Opernplatz statt oder in der Stuttgart in der Innenstadt, wo dann halt gleich die Zeit und die Gelegenheit genutzt wird zum Plündern, zum Randalieren. Und das ist ja auch ein Verhalten, was nicht überraschend kommt. Man braucht dafür nicht mal nach Amerika zu gucken. Man kann nach Frankreich gucken, man kann nach England gucken. Da ist also diese Migrantenkrawalle, die aus banalem Anlass ausbrechen und dann sich zu Unruhen, zu bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen ausweiten. Was heißt, im Alltag ist es da auch nicht, aber es ist ein immer wiederkehrendes Ritual. Und in den Pariser Vorstädten, da ist der Staat also komplett zurückgezogen. Die Polizei geht da auch nicht mehr rein. Es hängen überall Überwachungskameras in den Vierteln, die regelmäßig runtergeschossen werden von den Kriminellen. Die Polizei fährt dann ab und zu hin und probiert neue Kameras aufzuhängen. So sieht also das staatliche Gewaltmonopol in diesen Stadtteilen aus. Und ich bin auch leider davon überzeugt, dass diese Veränderungen auch nach und nach sich in Deutschland auch ausbreiten werden. Man hat das gesehen auch in Stuttgart bei den Krawallen, die ja auch nicht unverhofft kommen. Wenn Sie mit Stuttgart dann sprechen, dann sagen die Ihnen, das ist also seit Wochen, seit Monaten sind da schreckliche Zustände gewesen. Es wurde geraucht, also sprich Marihuana, Drogen genommen, getrunken. Es sind da Klientel, Männergruppen, viele auch mit türkisch-arabischem Hintergrund augenscheinlich. Frauen werden angegangen, andere Männergruppen werden irgendwie angepöbelt. Das heißt, es hat sich langsam aufgestaut. Der grüne Oberbürgermeister hat natürlich weggeguckt. So ist das immer weiter eskaliert. Die Polizei beschäftigt mit der Antirassismus-Debatte, hat auch weggeguckt, weil sie weiß, dass es politisch nicht gewollt war, einzuschreiten. Und dann haben wir so eine Eskalation wie in Stuttgart, wo halt innerhalb weniger Zeit die ganze Innenstadt in Glas wird, geplündert wird, wo die Polizei auf dem Rückweg ist, auf dem Rückzug. Das ist etwas, was wir häufiger sehen werden die nächsten Jahre, weil die geburtenstarken Jahrgänge der Polizei gehen in Pension. In den nächsten 5 Jahren werden wir 62.000 Pensionierungen haben bei der Polizei. Wir haben ungefähr 270.000 Polizisten in Deutschland. Plus die Leute, die innerlich kündigen, die sagen, ich lasse mich kaputt schreiben, meistens intern, die sagen, ich habe einen Rücken, ich kann meine Schulter nicht mehr bewegen, ich will eher in Rente gehen, ich will das alles nicht mehr ertragen. Die gibt es also auch zuhauf. Das heißt, wir werden eine zunehmende Gewalt in Städten haben, nach meiner Prognose, und immer weniger Polizisten auch. In der Krise, wie in der Corona-Krise, ist auch weltweit zu sehen, dass natürlich solche Krawalle, solche Ausschreitungen zunehmen, weil natürlich auch Massenarbeitslosigkeit dazu kommt, soziale Unruhen, Perspektivlosigkeit, dann ausbrechende Revier- und Verdrängungswettkämpfe durch neue Mitspieler, durch neue Kriminelle, sodass diese Gefahren halt von allen Seiten zunehmen. Ja, und wie gesagt, dies haben wir ja auch in Stuttgart gesehen, und besonders dreist fand ich ja auch, obwohl ja Millionen Menschen schon diese WhatsApp-Handybilder gesehen hat und gesehen hat, was da für ein Klientel randaliert hat und einen Millionenschaden verursacht hat, setzen sich dann also der geballte Mainstream hin und hat das versucht umzudeuten als Krawalle von der Party- und Eventszene, wo man sich ja wirklich auch fragt, wie dreist kann man sein, das noch zu behaupten bei diesen Bildern.
Und daran sieht man auch den wahren Hintergrund zum Beispiel dieses unsäglichen Netz-DG-Gesetz, also dieses Zensurgesetz für die sozialen Medien. Es geht daher, die Meinungskontrolle zu behalten und auch wieder die Kontrolle über die sozialen Netzwerke, weil sonst wären diese Bilder sofort gelöscht worden und ein Großteil der Bevölkerung hätte davon das gar nicht erfahren. So, wenn wir das jetzt einmal rekapitulieren, was nur in 5 Jahren passiert ist. Also wir haben, wie gesagt, hier am Opernplatz diese Antiterror-Poller. Wir hatten, was ja für viele wahrscheinlich auch so ein Erweckungserlebnis war, sich politisch zu engagieren, den Kölner Sexmob an Silvester, auch durch dieses Klientel. Wir hatten Mädchenmorde in Freiburg und Kandel durch afghanische Flüchtlinge, Gruppenvergewaltigung, die gerade in Freiburg zu Ende gegangen ist mit 11, ich meine größtenteils syrischen Flüchtlingen, Axtmord von Limburg, Schwertmord von Stuttgart auf offener Straße, erstochene Menschen, Passanten, die vor einfahrenden Zügen gestoßen sind, der islamistische Terroranschlag von Anis Amri auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, auch ein Flüchtling, ein Salafist, wo der halbe deutsche Sicherheitsapparat hinterher war und sich sicher war, dass es nicht ob, sondern nur wann die Frage der Zeit ist, wann er einen Terroranschlag begeht und trotzdem wurde er nicht festgesetzt. Wir hatten den Hamburger Messeranschlag in einem Edeka-Supermarkt von einem IS-Terroristen, Ansbacher Sprengstoffanschlag durch einen muslimischen Selbstmordattentäter, den Axtangriff in einem Würzburger Regionalzug, Messerattacke in Hannover auf einen Polizeibeamten. Und all diese Einzelfälle sind jetzt nur noch mal stichwortartig aufgeführt worden, um mal zu sehen, was in den letzten 5 Jahren in diesem Land passiert ist. Der Mainstream, wenn überhaupt nicht mehr dazu kommt, das zu verschweigen, weil die Empörung zu groß geworden ist, dann wird das als Einzelfall deklariert, es wird abgeheftet, es wird nicht über die islamische Gesinnung eines islamistischen Terroranschlages gesprochen, da wird dann, man muss mal drauf achten, weil es ist ja bei diesem Terrorpotenzial, was jetzt im Land ist, leider nur eine Frage der Zeit, bis wir auch wieder einen islamistischen Terroranschlag haben. Sie werden das Wort Islam in der Berichterstattung gar nicht mehr hören. Es wird entweder internationaler Terrorismus genannt oder Kampfterrorismus. Das heißt, es fällt gar nicht auf, während natürlich in jedem zweiten Satz der Kampf gegen rechts beim Namen genannt wird, kriegt der Islam also einen Persilschein. Es findet keine Diskussion darüber statt. Es findet keine große Kontrolle von salafistischen Moscheen statt. Es gibt ein Gefährderpotenzial. Ich hatte mal vor 2 Jahren mit einem Berliner Staatsschutzbeamten gesprochen, der gesagt hat, wir haben das aufgegeben. Wir schaffen es einfach nicht, die Leute, wo wir fest von ausgehen, dass sie sich Waffen besorgen, dass sie sich Gelder besorgt haben, dass die 24 Stunden am Tag überlegen, wo kann ich einen Terroranschlag begehen, wie kann ich am meisten Schaden, am meisten Tote verursachen. Sie schaffen es nicht mal, diesen harten Kern zu überwachen, rund um die Uhr, geschweige denn natürlich, ihn festzunehmen oder abzuschieben. Das heißt, es ist eine Frage der Zeit, bis wieder etwas passieren wird. Dazu haben wir die Kriminalität, die wir eingangs erwähnt haben, 1,3 Millionen Straftaten im Bereich der Zuwanderkriminalität. Und dies alles ist natürlich eine sehr verhängnisvolle Entwicklung. Gerade noch ein Wort zu den Migrantenkrawalle von Stuttgart. Man sieht auch, früher sind die Leute, wie gesagt, die Krawalle haben stattgefunden in den No-Go-Areas. Die Polizisten waren da die Adressat. Das hat groß keinen interessiert von der Politik und von den Medien auch nicht. Nur ist das in diesen No-Go-Areas mittlerweile sehr langweilig geworden. Das heißt, sie werden da kaum Frauen sehen in offenen Straßen, die da auch abends im Café sitzen, irgendwie beim Bier. Die sitzen zu Hause, während die Männer in den Straßen sind. Wenn sie mal in Berlin die Sonnenallee lang gehen, die ist mehrere Kilometer lang. Die Frau Giffey hat noch irgendwie, die war da Bezirksbürgermeister nach Herrn Buschkowski. Die hat da ganz stolz gesagt, dass 90% aller Läden einen arabischen, türkischen Hintergrund haben. Ich fand das ganz toll. Sie werden da kaum Frauen mehr sehen. Und das ist natürlich auch etwas, was ich nach Köln, nach der Silvesternacht gesehen habe, dass viele junge Frauen auch sagen, mir ist das zu unsicher geworden. Ich werde zum Silvester nicht mehr nach Köln fahren oder in Düsseldorf in der Altstadt. Ich feiere lieber mit Freundinnen zu Hause. Oder aber ich gehe abends auch nicht mehr in die Innenstadt, sondern trefft mich privat. Dann sind diese, die noch weggehen wollen, haben sich dann in der Altstadt getroffen, eigentlich in gut bürgerlichen Vierteln, wie hier Frankfurter Opernplatz oder halt in Stuttgart am Schlossgarten. Und nach sind aber diese Männer aus den kriminellen Clans und auch aus den No-Go-Areas von den Vororten, von den Migrantenvierteln, jetzt in die gut bürgerliche Vierteln gegangen. Genauso wie bei der Clankriminalität.
Das heißt, dass diese Probleme nun in den Innenstadtlagen sind. Und das ist auch eine, Tendenz, die sich in den nächsten Jahren verstärken wird. Das kann man in Amerika sehen. Wenn Sie da mal im Wirtschaftsteil mit New Yorkern, Geschäftsleuten, mit Unternehmern sprechen, die sagen, also es ist ein Desaster. Wir hatten erst Corona, den Shutdown, jetzt haben wir die Krawalle gehabt, es kommen keine Leute mehr. Gutbürgerliche Leute ziehen aus teuren Innenstadtlagen weg. Sie wollen doch nicht mehr wohnen, weil ihnen das Auto schon dreimal kaputtgeschlagen worden ist, die Scheiben eingeschlagen worden sind, die ziehen weg. Die Läden verlieren die kaufkräftige Kundschaft, gehen dann pleite. Und das ist natürlich dann eine Spirale, eine Abwärtsspirale, die in den Innenstädten zu sehen ist und die auch, so fürchte ich, nach Deutschland zu kommen ist, weil die Polizei gerade mit dem Rassismusvorwurf völlig an die Kette gelegt wird. Die Justiz ist überfordert bis so politisch gesäubert, dass sie nicht einschreitet. Und wenn die dritte Bewährungsstrafe ausspricht, und das führt natürlich zu einer, ja, ein Richter hat mal gesagt, zu einer Verachtung der Justiz und des Rechtswesens in Deutschland. Und das ist natürlich auch so. Und nun kommen wir auch zum Schluss des Vortrages. Sicherheitsrisiko, Migration. Wir hatten die Terrorverfahren gehabt, die Straftaten. Wir hatten die Clans, die jetzt von den No-Go-Areas in die gutbürgerlichen Stadtteile gehen. Wir haben die Clans, die jetzt aus Syrien in den Irak personelle Verstärkung bekommen haben. Und jetzt die Migrantenkrawalle, die Okkupierung des öffentlichen Raums. Und beenden möchte ich das, den Vortrag, mit einem Zitat von Horst Seehofer, der zwar ab und zu auch mal das wie heißt nochmal das gute Zitat? Die Herrschaft des Unrechts. Ist nicht so, er hat es übernommen, genau. Ja, ja. Er hat es übernommen. Also er sagt ab und zu mal das Richtige, macht nur das Falsche immer. Und 2018 nach einem, ich glaube es war nach einem schweren und brutalen Tötungsdelikt durch Flüchtlinge, durch Zuwanderer, hat Herr Seehofer gesagt, die Migration ist die Mutter aller Probleme. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.